Moin Leute und Servus zusammen hier bei Tiny Venoms. Heute geht es um ein relativ hitziges Thema, wobei es dabei eher kühl zugehen sollte. Es geht um die Winterruhe. Ich habe hier mal eine kleine Konversation aus dem Bereich Social Media mitgebracht. Da fragt jemand: Hey Leute, muss ich meine Schlangen in die Winterruhe geben? Jemand antwortet und sagt: Kommt drauf an, ob du züchten möchtest. Antwort: Nein, ich möchte nicht züchten. Wenn du nicht züchten möchtest, dann brauchst du die Tiere auch nicht in eine Winterruhe geben. Vor einiger Zeit hat sich ein Freund angekündigt, der Ende November in der Nähe ist und er möchte uns mal wieder besuchen. Ganz besonders interessiert ist er daran, natürlich meine Neuzugänge aus März 2020 zu sehen. Meine vier Streifennattern, Elaphe quadrilineata. Ja, da habe ich ein Männchen und zwei Weibchen bekommen aus bester Hand und er freut sich natürlich, diese Tiere zu sehen. Ich musste ihn etwas enttäuschen, da diese Tiere von sich aus im September bereits durch die Nahrungsverweigerung die Winterruhe einschlagen und diese Tiere dann natürlich im Keller verweilen bis zu Beginn des nächsten Jahres oder bis in das Frühjahr hinein. Ende Februar soweit, ja, und er die Tiere dann natürlich nicht sehen kann, also müsste er dann irgendwann in diesem Zeitraum kommen. Wenn wir von einer Winterruhe sprechen in der Terraristik, fällt oftmals der Begriff Hibernation, der ist aber nicht einfach aus der Terraristik, sondern dieser Begriff entsteht quasi aus dem Biologischen her und bezeichnet den Winterschlaf, diesen Winterstarre und so weiter, also es betrifft dann auch natürlich Säugetiere, Bären und so weiter, ja, da spricht man dann auch in ähnlicher Art davon. Allerdings kennt man diesen Begriff manchmal auch aus dem Bereich der EDV oder sogar aus der Humanmedizin oder OP-Seelen, ja, da spricht man auch von einer Hibernation, wenn die Temperatur heruntergefahren wird, Blutgerinnung und so weiter und so fort. Im Bereich der Terraristik kommt der Begriff Hibernation oftmals zutage und er wird oftmals benutzt. Was heißt das letztendlich? Im biologischen Sinne heißt das nichts anderes als eine Winterstarre, ein Winterschlaf, Winterruhe, allumfänglich. Ja, wir bei den Schlangen sprechen oftmals von einer Winterruhe. Wenn wir sagen, ich gebe meine Tiere in die Winterruhe oder so, dann ist das in dem Begriff immer die Hibernation. Die gibt es auch in anderen Gefilden, zum Beispiel in der Humanmedizin oder Operationsseelen. Ja, da spricht man auch von einer Hibernation, habe ich gelesen. Wenn der Raum heruntergefahren wird, hat was mit Blutgerinnung zu tun und so weiter, ja, kenne ich mich gar nicht mit aus, war aber mal sehr interessant zu lesen, dass das auch da eine Rolle spielt. Oder im Bereich der EDV, IT-Technik, spricht man auch davon. Nun, grundsätzlich wird man oft gefragt, was hat das denn jetzt mit dieser Winterruhe an sich auf sich? Ja, was hat das damit auf sich? Also grundsätzlich, meine Aussage dahinter ist, eine Winterruhe im jeweiligen Habitat mit dem jeweiligen Tier verspricht eine artgerechte Haltung. Ja, nicht nur zu Zuchtzwecken ist das ganz, ganz wichtig, sondern aus vielen anderen Gründen, wobei wir auch später nochmal darauf zurückkommen werden. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man natürlich immer das Habitat des eigentlichen Tieres, was man pflegen möchte und vielleicht sogar züchten möchte, im Blick hat. Denn es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt Tiere, Schlangen, die werden bei 5 Grad plus ja, überwintert. Es gibt aber auch Tiere 15 Grad. Ja, also es kommt da immer drauf an, kommt man eher aus Europa oder kommt man eher aus den tropischen Gefilden. Das spielt natürlich eine große Rolle. Grundsätzlich empfiehlt es sich natürlich immer, die Klimadiagramme sich einfach mal anzuschauen. Das empfehle ich auch sowieso grundsätzlich, ohne dass man jetzt das Thema Winterruhe hervorholt. Ja, sollte man sich da vielleicht einfach mal so ein Klimadiagramme von vor 20 Jahren, vor 10 Jahren jetzt anschauen. Und dann gibt es natürlich auch immer vielleicht noch eine Aussicht, wie das weitergehen könnte. Aber das sind oftmals nur Spekulationen, lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Mir ist grundsätzlich aufgefallen, dass im Bereich des Social Medias grundsätzlich diese Winterruhe beim Python regius, Königspython, bei Pantherophis cutatus, der Kornnatter, und bei der Hakennasennatter, Heterodon nasicus, quasi diskutiert wird oder angefragt wird. Und die Aussagen dahinter sind sehr, 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 sehr unterschiedlich. Es gibt ein Lager, das sagt, nein, Winterruhe gehört dazu. Andere sagen, ja, Einleitungssatz, den ich gebracht habe, nur wenn du züchten möchtest, brauchst du das, ansonsten brauchst du das nicht. Beim Königspython heißt es zum Beispiel total oft, dass dieser Königspython keine Winterruhe braucht, denn in Afrika ist ja gar kein Winter. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ein kurzer Blick in ein Klimadiagramm aktuell oder auch schon etwas älter, ja, zeigt sehr wohl auf, dass es da Temperaturschwankungen gibt und dass es da auch ein Temperaturgefälle gibt, was bis zu 6 Grad geht. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, bevor ich dieses Video hier nochmal aktualisiert habe und habe gesehen, dass tatsächlich immer gute 5 Grad sind,
die da in Bewegung sind. Aber ich habe auch schon Jahre gesehen, wo es 6 oder 7 Grad waren. Also ihr seht auch da, ne, Klimawandel hin und her. Auch da, es gibt einfach Bewegung. Ich glaube, die Kornnatter an sich ist ein Tier, was am meisten in der Terroristik in der Schlangenhaltung gepflegt wird und ich glaube zugleich am wenigsten in die Winterruhe gebracht wird. Das ist sehr, sehr, sehr auffällig. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich glaube ganz einfach, dass da wenig Aufklärungsarbeit geleistet wurde oder dass das gar nicht oftmals thematisiert wird. Also mir ist auch aufgefallen, dass in vielen Diskussionen, wo es um, wie halte ich meine Kornnatter richtig, wird mittlerweile wieder Wert darauf gelegt, dass man große, geräumige Terrarien hat mit vielen Klettermöglichkeiten und so weiter. Ja, aber oftmals fehlt immer dieser Part dieser Winterruhe. Und auch erst kam dieser Einwand. Eine Kornnatter hat natürlich ein großes Verbreitungsgebiet, das geht von Pontius zu Pilatus, also Nord und Süd wird das aufgeteilt und da wird es natürlich bei dem einen mal etwas wärmer, bei dem anderen Verbreitungsgebiet gehen die Temperaturen saghaft runter. Gab es ein Kornnatternbuch, da stand drin, ich habe es jetzt nicht selbst gelesen, ich habe nur von der Diskussion gesehen und von dem Ausschnitt, also ich habe nicht das ganze Buch gelesen, da hatte jemand geschrieben, ich gebe das mal so zusammengefasst wieder, also kein Zitat. Diese ganzen Kornnatterriege ist ja sowieso alles durcheinander gemixt und von daher brauchen diese Kornnattern überhaupt gar keine Winterruhe mehr. Ja, ja, jetzt hat Bill und Katie Love, die einen oder anderen kennen sie ja, auch mal einen Senf dazugegeben und haben dann auch schon gesagt: Hey, pass mal auf, es macht sich positiv bemerkbar, wenn man Tiere natürlich auch in die Winterruhe gibt, denn das hat nicht nur zur Zucht den Anreiz, sondern für viele andere Punkte auch. Also gerade was das angeht, was da geschrieben wurde, ich werde jetzt keine direkten Hinweise oder Verweise auf irgendwelche Artikel geben. Jeder, der dazu sich in der Lage fühlt, danach zu googeln, wird sehr schnell auf Treffer landen. Und wer der englischen Sprache auch noch mächtig ist, ja, der wird verstehen, worum es dabei geht und wird da für sich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und dann für sich auch beurteilen können, pro oder contra. Grundsätzlich habe ich jetzt persönlich eine Anfrage gehabt, auch da nochmal schöne Grüße. Wie sieht das zum Beispiel mit der Hakennasennatter aus? Damit man mal weiß, wie generell so eine Winterruhe aussehen kann, so wie ich das mache, da fange ich halt Ende im Laufe des Oktobers an, die Temperatur runterzufahren. Ich füttere auch nicht mehr, damit die Tiere leer sind, das ist wichtig. Und gehe dann mit der Temperatur irgendwann so weit runter, dass ich sie in den Keller gebracht habe. Hier in meinem neuen Keller schaffe ich die Temperaturen nicht, das heißt, ich habe einen Kühlschrank, so habe ich es früher auch gemacht, im Wohnraum. Habe sie dann irgendwann bei 10 Grad, das ist jetzt absolut Kurzfassung, ja, habe sie dann bei 10 Grad, da überwintern sie ihre Zeit, ja, sind sie dann, ich sag mal, bis ja, Februar, Ende Februar, so in dem Dreh, wahrscheinlich Mitte Februar hole ich sie schon wieder vor, dann kommen sie in den Keller, so, da sind so 13, 15 Grad, da lasse ich sie 10 Tage stehen, dann sieht man auch wieder, da bewegt sich was drin und dann geht das so weiter und dann kommen sie wieder in den Wohnraum, ja, da sind es dann schon wieder 18, 20 Grad, wo ich sie dann stehen habe, ja, bis sie dann wieder in ihr Terrarium kommen, ins Terrarienzimmer und dann wieder entsprechend im Terrarium sind bei ihren üblichen Temperaturen und dann nimmt man natürlich auch schon wieder die ersten Fütterungsversuche. Und das wird auch meistens sehr gut angenommen und es ist immer wieder schön zu sehen, dass diese Tiere so agil und fit aus dieser Winterruhe kommen. Natürlich ist das eigentlich überwintern immer so eine Sache. Ja, man kann nicht einfach sagen, man geht jetzt einfach mal mit der Temperatur, ich mache jetzt einfach mal das Licht aus und schalte das Thermostat aus und dann sitzt die Schlange hier bei 20 Grad Raumtemperatur, ich hänge das Ganze ab und das ist die Winterruhe. Das wird einfach nicht funktionieren. Nicht pauschal zumindest. Kommt immer drauf an und auch da wieder der Hinweis auf diese besagten Klimadiagramme oder auf einen Züchter oder jemanden, der seine Tiere auch regelmäßig in der Winterruhe bringt. Es macht einen Unterschied, ja. Also eine Kreuzotter zum Beispiel, die viele, was weiß ich, bis zu 6 Monate bei 6 bis 8 Grad irgendwie kühl sitzen haben, ja. Dieser Wert lässt sich natürlich nicht auf irgendeine tropische Schlange zurückführen, die dann irgendwie bei 15 Grad überwintert, ja. Also da gibt es keinen Pauschal-Ansatz, den man führen kann, wenn man sagt, ich habe jetzt hier meine Schlangen und die packe ich jetzt alle gleich dahin. Ja, also das wird nicht funktionieren und der ein oder andere wird dann quasi einen Verlust hinnehmen müssen bei den jeglichen Tieren, die dann da untergebracht werden.
Grundsätzlich muss man natürlich einiges beachten, wenn man Tiere zum Beispiel in die Winterruhe gibt. Wenn Tiere krank sind, Parasiten haben oder sonst dergleichen, dann ist davon völlig abzuraten, ja, dass diese Tiere in die Winterruhe gehen müssen. Ja, wie ist das in der Natur? Ganz einfach. Natürliche Selektion. Da braucht man gar kein Hehl drum machen. Ja, das heißt, wenn eine Schlange krank ist und der Winter kehrt ein, der macht davor keinen Halt, Winter's coming, ne? Dann geht dieses Tier zurück und kann natürlich sterben. Das ist natürliche Selektion, ist dann einfach nicht dafür gedacht. Genauso ist es bei Jungtieren, ja. Es gibt Jungtiere, die gehen sofort in die Winterruhe. Am Anfang sprach ich die vier Streifnatter an, Elaphe quadrilineata. Ja, diese Tiere schlüpfen, also meine sind zum Beispiel geschlüpft im September, ja, und sind sofort in die Winterruhe gegangen. Also haben gar kein Futter angenommen. Ich finde das eigentlich sehr krass irgendwie und ein Wunder der Natur. Also die Tiere schlüpfen im September, füttern keineswegs, Futterverweigerer, gehen bis ins Frühjahr in die Winterruhe, kommen dann raus, Futter reinlegen, fressen. Und das ist zum Beispiel auch eine Art, die einen dazu zwingt, diese Tiere in die Futterruhe, in die Winterruhe zu bringen. Denn sie stellen im September das Futter ein. Da kann man sich auf den Kopf stellen. Man sollte sich auch nicht auf den Kopf stellen damit und nicht zu sehr stressen, sondern man sollte dann ganz natürlich diesen Schritt mitgehen und die Winterruhe herbeileiten. Ja, es ist für den einen oder anderen unattraktiv, gerade wenn man nur ein Tier hat, im Wohnraum zum Beispiel. Ja, dann ist es so, dass man da ein Terrarium hat, was denn auch mal irgendwie ein Vierteljahr leer steht. Das ist dann einfach so. Mein Sohn zum Beispiel, da haben wir vorher diskutiert, der hat Pantherophis emori, rein, ohne was drin, also wirklich absolut reine Tiere. Und wir haben auch vorher darüber gesprochen, dass die dann Weihnachten und Silvester einfach nicht mitfeiern werden. Ne? Das ist dann einfach so. Er findet das aber eher spannend als abschreckend. Liegt vielleicht daran, dass er mit groß geworden ist. Ein weiterer Hinweis ist sicherlich zu geben, dass es natürlich ältere Tiere gibt oder auch Tiere gibt, die man in die Winterruhe bringt und die diese Winterruhe an sich nicht überleben. Also Tiere, die alt sind, ein von mir Bekannter zum Beispiel, hat dort Tiere in die Winterruhe gebracht. Ich glaube, das eine Tier war älter als 35 Jahre. Ja, und dann sieht man, dass sie das nicht geschafft haben, ne? Das ist ärgerlich und das ist auch traurig, aber irgendwie gehört es auch dazu und ist diese Selektion an sich, ne? Muss man die jetzt herbeiführen? Nein, wir wollen alle unsere Pfleglinge irgendwie bestmöglich schützen und wir wollen sie auch bestmöglich irgendwie pflegen und ein langes Leben bescheren. Aber wer alle diese Werte verfolgen möchte, der sollte auf jeden Fall nicht den Schritt gehen, diese Winterruhe auszulassen. Denn auch Bill Love und wie sie nicht alle heißen, wie gesagt, ich gebe da keinen Text jetzt an oder keinen Verweis. Googelt das bitte, informiert euch bitte an den bekannten Stellen, primär amerikanischer Bereich, englischsprachiger Bereich. Ja, das ist einfach ein Nachweis, dass solche Kornnattern zum Beispiel mit Winterruhe mal eben weit über 30 Jahre alt werden. Ne? Wobei jeder andere irgendwie gerne aus dem Standardbereich jetzt heraus, Standardbereich hin und her, also aus dem normalen Bereich heraus jetzt, ich mache keine Winterruhe, sondern nur wenn ich züchten möchte, immer antwortet, ja, Tiere werden 20. Ne? Ja, was ist richtig, was ist falsch? Ich sage, für eine artgerechte Haltung ist diese Winterruhe essentiell wichtig, denn artgerecht ist es, wenn man das Habitat in diesem Terrarium nachstellt, wie die Tiere das in ihrer natürlichen Umgebung haben. Das ist bei uns Terrarianern leider nicht allgegenwärtig, bei den Aquarianern umso mehr, weil die Fische dann auf dem Rücken schwimmen und das mit ihrem Ableben dem Pfleger bestrafen. Ja? Und daran sollte man sich mal ein bisschen orientieren. Möchte jetzt natürlich dem einen oder anderen keine Angst machen, möchte nicht sagen, hier pass mal auf, wenn ihr jetzt euer Tier irgendwie in die Winterruhe bringt, dann ist es eine Chance von 50-50, ob dieses Tier da wieder herauskommt. Ja, deshalb ist es wichtig, dass man dieses Tier wirklich tatsächlich in die Winterruhe bringt. Man kann auch noch einen Schritt vorweg gehen und kann vor der Winterruhe noch eine Kotuntersuchung einsenden oder beim Tierarzt abgeben, Abstrich nehmen lassen oder was auch immer, ja, und kann da mal auf Parasiten oder was weiß ich einfach kontrollieren lassen, damit man bestmögliche Chance hat. Wenn man seine Tiere kennt, weiß, woher das Futter kommt, und auch da ein Gefühl für hat, dann ist das oftmals nicht nötig und ich glaube, viele machen das auch gar nicht. Also ich mache es zum Beispiel auch nicht, wenn ich Tiere in die Winterruhe gebe. Ne? Aber wenn ihr das anders handhabt, schreibt es unten einfach mal in die Kommentare. Kürzlichst habe ich eine kleine Diskussion geführt mit einem Bekannten,
Da wurde ich gefragt, sag mal, was meinst du denn, warum diese Winterruhe nicht eingehalten wird? Oder warum sich viele davor so sperren oder das nicht machen? Ich glaube, der erste Punkt ist Bequemlichkeit. Bequemlichkeit, weil ich habe lieber mein Terrarium so, wie es ist und dann muss ich daran nichts ändern und ich muss da mich nicht irgendeine Gefahr begeben, dass ich irgendwas falsch mache oder so, mich extra informieren, das ist unbequem. Andererseits glaube ich, dass Unwissenheit da eine ganz große Rolle spielt. Man hat einfach Angst vielleicht auch, ja, irgendwas falsch zu machen. Das verstehe ich auch. Und wir alle haben schon irgendwie was falsch gemacht. Ich bestimmt einer der Ersten gewesen, der etwas falsch gemacht hat. Trotz allem nur Mut, Informationen holen, diese Informationen bestmöglich anwenden und auch einen nötigen Support anfragen. Also Möglichkeiten gibt es. Und wenn ihr das einmal gemacht habt und das Tier aus der Winterruhe holt, ja, glaubt mir, ihr seid stolz wie Bolle, weil ihr habt erstmal das Gefühl, eine Aufgabe wirklich gut gelöst zu haben. Das Zweite ist, ihr habt einfach das Gefühl, mit geschwollener Brust zu sagen, ich halte mein Tier artgerecht, denn bei mir habe ich das Habitat 1:1 bestmöglich nachgestellt, wie dieses Tier in freier Wildbahn hätte. Ja, trotz allem wird man immer wieder darauf angesprochen und nachgefragt, macht es für mein Tier XY, ich sage jetzt einmal mal Kornnatter, Sinn, eine Winterruhe zu machen? Und ich möchte eigentlich gar nicht mehr darauf antworten, weil ich einfach nur noch mittlerweile das Gefühl habe, dass die Antwort eh nicht schmeckt. Die Antwort schmeckt nicht, weil meine Antwort ist, wenn du das Tier artgerecht halten möchtest, dann führe dein Tier in die Winterruhe, ja. Und ich kann dir gerne Tipps geben, wie ich das zum Beispiel mache. Es gibt verschiedene Arten. Muss auch nicht von November an sein, kann auch von Dezember an sein oder so. Man kann das ja nachstellen, wie man möchte. Ja, aber die Antwort schmeckt einfach nicht. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, warum, weil es diese ersten Punkte Unbequemlichkeit, Unwissenheit, vielleicht ein bisschen Angst vor diesem Thema oder Angst vor diesen Verlusten, das Tier verlieren zu können, einfach zu viel Bammel, Respekt hat. Und deshalb schmeckt diese Antwort nicht. Aber nicht nur, dass es artgerecht ist und dass es ja auch schon Belege gab und einige, auch hier kein Literaturverweis, schmeißt Google an. Ihr müsst da nicht weit suchen, um die ersten Ergebnisse zu bekommen. Aber es ist einfach nachgewiesen, dass diese Tiere älter werden, stabiler sind, besseren Zyklus haben, alles besser einfach funktioniert. Es ist einfach so, ja. Und es spielt nicht nur bei der Zucht, um Spermien zu erhalten, Eizellen zu schützen, eine Rolle, sondern es geht um den Organismus und viel wichtiger, dass die Tiere auch einfach zur Ruhe kommen. Es hat sich einfach im Laufe der Jahre, Hunderten von Jahren, Tausenden vielleicht sogar, eingespielt, dass diese Tiere in diese Ruhephase gehen. Und das ist einfach ein wichtiger Anteil im Jahreszyklus, den diese Tiere haben sollten, um bestmöglich und natürlich die Gesundheit zu halten und sich auch fortzupflanzen und weiterzuleben. Ich kenne zum Beispiel Leute, auch hier, wo ich meine Kornnattern gekauft habe für einen Sohn, die Emoris oder meine vier Streifennattern. Da ist so eine Kornnatter 38 Jahre alt geworden. Viele Schlangen sind in diesem Bestand mittlerweile über 30 Jahre alt. Das ist der absolute Wahnsinn. Also erschreckend teilweise schon, wie alt diese Tiere dort werden, ja. Und die gehen jedes Jahr immer in die Winterruhe. Also ich kann es wirklich nur empfehlen und ja, als Schlusswort meinerseits, wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, ja, für mich artgerechte Haltung mit Winterruhe, sobald dieses Tier, natürlich Schlange XY, für eine Winterruhe vorgesehen ist. Klimadiagramme, ganz interessant. Ist so einfach zu finden. Sucht euch einfach mal die Klimadiagramme von euren Tieren heraus, schaut da mal rein, ja, und da werdet ihr witzige Dinge zu sehen bekommen, dass halt nicht Winter immer Winter ist und nicht immer irgendwie der Dezember, wie wir das kennen. Aber auch da kann man sich vielleicht nachrichten, wenn man es ziemlich genau nehmen möchte. Ja. Also, ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen guten Tag und vor allem in der aktuellen Zeit bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.